Hallöchen, ich möchte euch heute mal ein paar Tipps geben, was uns den Rückruf und das Training des Rückrufes dauerhaft verbessert hat und natürlich auch beim Aufbauen direkt schon geholfen hat, dass es besser und schöner aufgebaut wird. Ich denke, den Rückruf hat wahrscheinlich jeder mit seinem Hund trainiert, weil es einfach ein unheimlich wichtiges Signal ist. Und aus diesem Grund sind wir auch schon direkt beim ersten Tipp, was wir anders oder wahrscheinlich anders machen als manch anderer. Ich belohne den Rückruf immer. Es gibt keinen Rückruf, bei dem die Hunde nicht in irgendeiner Art und Weise eine Belohnung bekommen. Und ich belohne aber nie gleich. Das macht es ein Stück weit spannend, also variabler. Und meine Hunde wissen auch nicht immer, welche Art und welche Übergabe der Belohnung wir nun gerade machen werden. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, überhaupt erstmal den Hund zu belohnen. Ich kann ein Leckerli geben, ich kann mit ihm zusammen ein Stück rennen. Jetzt war hier gerade neben uns ein Rebhuhn. Jetzt habe ich schnell einen kleinen Rückruf benutzt. Das konnte ich jetzt, glaube ich, so schnell nicht filmen. Aber ich belohne es eben immer. Und ja, komm schnell, lauf. Und ich belohne es auch immer mal anders. Also ich nehme mal ein Spielzeug, dann nehme ich vielleicht mal ein Leckerli, dann nehme ich ein anderes Spielzeug, ein anderes Leckerli. Oder man rennt vielleicht auch mal zusammen, das finden meine Hunde auch ganz toll. Ich glaube, das ist mit der Kamera wahrscheinlich schwierig, aber mal gucken, ob wir das heute machen können. Aber so halten wir das echt spannend und die Hunde kriegen nie nur ein schnödes Leckerli und kriegen eben auch manchmal was ganz, ganz Tolles und Wildes. Denn es ist ja immer auch mal, dass man den Hund mit dem Rückruf von anderen sehr spannenden Sachen wegruft und die Motivation des Hundes muss ich ja in irgendeiner Weise haben. Und wenn ich den von etwas sehr Spannendem wegrufen möchte und erwarte, dass er sich erstmal von was Spannendem umdrehen kann und dann auch noch schnell davon weg und natürlich in dem Moment auch an vielen weiteren, vielleicht Gerüchen, Reizen etc. auf dem Rückweg vorbeiläuft bis zu mir, dann muss ich schon eine tolle Motivation haben. Und wenn der Hund da irgendwas hat, gerade vielleicht auch ein jagdlicher Reiz, dann kann es echt sinnvoll sein, auch mal mit entsprechend bewegungsfreudigen Belohnungen zu arbeiten. Also eben selber zu rennen oder eben einfach den Hund mit einem Spielzeug mal zu belohnen. Und beim Spielzeug, da ist ja auch, Spielzeug ist nicht Spielzeug. Ich kann ein Zerrspielzeugspiel mit ihm machen. Ich kann aber auch mal einen Ball werfen. Je nach Ort natürlich. An der Hauptstraße kann ich keinen Ball werfen, aber an der Hauptstraße sind die Hunde ja wohl eigentlich auch nicht abgeleint. Ja, also Tipp 1. Belohnung variieren, Belohnung verändern, immer ein bisschen spannend halten und eben auch mal mit einem Hund Belohnungen nutzen, die ebenfalls mit Bewegung verbunden sind und mit Spiel und Spaß, dass die Motivation einfach hochgehalten wird. Und ich baue die Belohnung im Rückruf einfach auch nie ab. Und dann gibt es natürlich auch bei den Leckerlis verschiedene Möglichkeiten. Einmal in der Art, also was für ein Leckerli nehme ich. Und dann natürlich aber auch in der Art und Weise, wie ich das Leckerli übergebe. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine zeige ich euch mal. Hiya! So, und jetzt schmeiße ich die Leckerlis hier vorne hin. Jetzt hat Liv es nicht gesehen. Schmeiße ich sie dann nochmal hin. So, also dass die Hunde danach, ihr seht jetzt bei Joy, wie schön die Route geht. Die findet das Suchen jetzt auch ganz toll. Und eben vorher das auf mich zulaufen und mit Vollspeed hinter einem Leckerli herjachtern, finden die dann auch einfach ganz, ganz toll. Und jetzt sind sie sogar einen ganzen Moment beschäftigt. Das finden die richtig toll. Ihr seht, wie die weiter suchen und wie gut die das finden. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ja, Liv ist fertig. Joy sucht meistens noch einmal ab, ob da nicht doch noch was ist. Ist okay, Liv. Und das finden die ganz, ganz toll. Und natürlich kann ich das auch machen, dass ich mache gerne auch mal eine Ankündigung für ein Wurfspiel. Und ich mache das dann so, dass ich schnalze. Und dann schmeiße ich es. Und das finden die auch ganz, ganz toll. Und wenn die schon dieses Schnalzen hören, dann sind die schon mal ganz, ganz super freudig. Und das mache ich zum Beispiel eben, wenn sie auf mich zulaufen, dass ich dann schnalze und nach hinten hinter mich weg, also in Laufrichtung des Hundes das Leckerli wegschmeiße. Und so kommen die einfach dann richtig schnell auf mich zugerannt. Ist okay, Joy, lauf. Und das ist eben ein Punkt, über die Belohnung kann man ganz, ganz, ganz viel machen. Dann Tipp Nummer 2.
um das Training zu verbessern. Bei uns ist es immer so, ich trainiere den Rückruf auf jedem Spaziergang mal. Nicht immer so oft, aber vielleicht ein- oder zweimal. Und vor allem auch irgendwie mal, ohne dass der Hund gerade abgelenkt ist. Wenn ich immer nur den Rückruf trainieren würde, läuft Joyce okay. Wenn der Hund abgelenkt wäre, lauf. Dann würde der Hund sehr schnell lernen, dass es erstmal wichtig ist, mal durch die Gegend zu gucken, wenn ich rufe, weil in der Regel mein Ruf für den Hund dann auch zu einer Art Ankündigung wird. Achtung, da ist irgendwas Spannendes, jetzt guck mal bloß, dass du nichts verpasst. Und das sind häufig so Hunde, wenn man die ruft, ist die wirklich erstmal durch die Gegend schauen und gucken, was denn da so Spannendes ist, das Herrchen oder Frauchen jetzt unbedingt rufen muss. Und das umgehe ich, indem ich einfach auch mal rufe, wenn nichts ist. Und so haben meine Hunde gar nicht diese Erwartungshaltung, wenn Frauchen ruft, ist da irgendwo unbedingt immer was Spannendes. Sondern sie freuen sich einfach nur, wenn ich rufe und kommen sehr, sehr gerne. Ja, das ist Tipp Nummer 2. Nicht immer rufen, wenn oder nicht nur rufen, wenn ein Reiz da ist, sondern vor allem auch mal den Rückruf trainieren, wenn da gar nichts ist. Ja, und dann Tipp Nummer 3, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, das ist die Körpersprache. Das ist, dass ich mich nicht vorbeuge zum Hund, dass ich den Hund nicht bedränge durch meine Körpersprache, sondern entweder gerade bleibe oder vielleicht in die Hocke gehe und einen geraden, offen gezeigten Oberkörper habe und den Hund eben nicht körpersprachlich bedränge. Ganz, ganz wichtig, kann ich euch jetzt nicht so gut zeigen, aber ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Beugt euch mal vor, wenn ihr euren Hund ruft, dann wird er sicherlich ein Stück weit Abstand halten, weil das einfach höflich ist vom Hund. Ja, dann sind wir bei Tipp Nummer 3. War das jetzt schon 3? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt bin ich mir ganz unsicher, wie viel ich euch schon gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade den Faden verloren und muss mal kurz überlegen, was ich euch jetzt sagen wollte. Ich schalte mal gerade ab und überlege mal und schalte mal gleich zu, damit ihr nicht so lange warten müsst. So, da bin ich wieder. Jetzt ist mir nämlich wieder eingefallen. Das Letzte, was ich euch unbedingt noch erwähnen möchte, ist... Ja, jetzt rufe ich mal, obwohl da vielleicht ein Reiz ist, aber vielleicht auch nicht. Yes, yes. Ich schmeiße jetzt übrigens die Leckerlis, weil ich jetzt gerade durch das Handy ein bisschen abgelenkt bin. Ja, das Letzte, was ich euch unbedingt noch mit auf den Weg geben möchte, was uns sehr, sehr geholfen hat, ist, dass wir eben auch mal rufen, wenn ich den Hund nicht anleine. Also ganz, ganz häufig ist es so, dass ebenfalls der Rückruf damit verbunden ist, dass der Hund immer angeleint wird. Und ich mache das nicht. Ich rufe meine Hunde ganz oft zu mir, belohne sie vielleicht einmal, zweimal, dreimal bei mir. So lernen sie auch gleich, dass es auch toll ist, nach der Belohnung noch etwas länger zu bleiben, weil das eben sehr lohnenswert sein kann. Und schicke sie dann einfach wieder in den Freilauf, weil das sehe ich in der Hundeschule ganz, ganz häufig. Die Leute rufen ihren Hund und leihen ihn immer an und irgendwann weiß der Hund ganz genau, wenn das Rückrufsignal kommt, ist es ebenfalls ein, der Pfiff heißt übrigens Warte, ist es übrigens immer für den Hund, oh Liv, warte mal, was hast du da? Oh, komm mal her, ich mach das weg. Jetzt hat die Liv hier irgendwas am Bein, ein Strohhalm. So, kommt mal her. Hier ist die Straße, hier muss ich gerade aufpassen. Ganz, ganz viele rufen ihre Hunde eben immer dann zu sich, wenn sie sie eh anleinen hinterher. Und dann hat man einen Hund, der eben gelernt hat, wenn Herrchen und Frauchen rufen, ist der Spaß vorbei. Okay, das heißt, die kommen halt dann nicht mehr. Und das umgehen wir, indem wir einfach die Hunde auch immer mal rufen, belohnen und wieder in den Freilauf schicken. Und so ist es für die Hunde nicht damit verknüpft, dass man immer angeleint wird. Und gerade auch mit unseren Welpen mache ich das sehr, sehr gerne so. Jetzt hat Liv gerade auf dem gepflügten Acker hier ihre 5 Minuten. Und genau, gerade mit den Welpen mache ich das eben auch sehr, sehr gerne so, dass ich sie auch zum Beispiel in der Welpenstunde abrufe und prima Joy! Und danach wieder in den Freilauf zurückschicke. So lernt mein Welpe gleich, dass es total toll ist, auch aus dem Spiel abgerufen zu werden, weil dann gibt's ja immer tolle Sachen. Und das belohne ich natürlich ganz hochwertig. Und schicke sie danach aber einfach wieder in den Freilauf und lass sie weiterspielen. Und so hat dieses Abrufen für den Hund auch überhaupt nichts Negatives vom Anleihen oder vom Aufhören des Spaßes, sondern es ist einfach was Tolles. Es gibt nochmal zwischendurch ein kleines Schlicki, vielleicht ein kleines Spiel oder sonst was. Und dann schicke ich sie einfach wieder los. Und das hat uns ganz, ganz, ganz viel geholfen. Ja, so, jetzt habe ich tatsächlich nicht mehr mitzählen können, wie viele Tipps es waren, aber
Das sind so die Sachen, die uns den Abruf, den Rückruf echt verbessert haben, das Training und vor allem auch, dass es dauerhaft gut bleibt. So, unsere Tipps. Ich weiß nicht, was ihr daraus macht. Ihr könnt ja auch mal berichten, wie ihr es macht, ob ihr einiges davon auch macht oder ob ihr vielleicht sogar ein Problem mit dem Rückruf habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt wie immer viel Spaß beim Trainieren und ich gehe jetzt noch ein bisschen Gassi. Macht es gut. Tschüss. Hallo nochmal. Ich habe eben eigentlich schon Tschüss gesagt gehabt, aber ich hänge euch jetzt noch mal eine kleine weitere Sequenz an. Und es ist mich eben spontan noch ein Hase begegnet, als ich das Handy sogar noch in der Hand hatte. Und deswegen habe ich mal schnell den Abruf vom Hasen noch gefilmt und euch danach auch eine kurze Erklärung mit daran gehängt, wie wir nach so einer Begegnung weitermachen. Wohlgemerkt, meine Hunde laufen danach nicht. Früher hatte Joy ein Problem, danach musste ich sie immer anleinen. Das brauchen wir heutzutage nicht mehr, weil sie echt entspannt dabei bleiben und auch nicht Anstalten machen, nochmal wieder anzusetzen und hinterher zu laufen und häufig tatsächlich auch gar nicht hinterherlaufen. Heute Morgen sind sie mal losgelaufen, weil ich voll abgelenkt war mit eurem Video. Deswegen könnten wir aber schön eben den Rückruf damit einmal üben und das hänge ich euch jetzt mal so ein bisschen noch an. Tschüss! Yes, yes, yes! Jackpot! Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könntet, aber da ist gerade ein Hase gerannt und meine Hunde haben es gesehen und fanden es sehr spannend. Und der Rückruf funktioniert. Und ich brauche nicht mal unseren Notfallrückruf. Super. Imale. So. Und sowas passiert hier eben ab und an, dass da Hasen mal sind. Und ihr seht, die Hunde sind jetzt auch nicht übermäßig aufgeregt. Joy ist schon direkt wieder hier. Liv geht immer gerne nochmal in die Richtung. Top. Und da belohne ich es jetzt. Oh, Entschuldigung, ich habe es getreten. Und da belohne ich es jetzt, wenn sie in die Richtung guckt und sich wieder zu mir abwenden kann. Ist okay, Liv. Top. Anti-Jagd-Training mache ich euch irgendwann auch nochmal. Top. Liv ist zu langsam. Aber da will ich mit der Happy vielleicht mal in den Tierpark, dass ich euch mal irgendwie was ganz Nettes zeigen kann, außer so Zufallssituationen wie jetzt. Igitt. Niemals. Ja, das ist hier unsere Hasenstrecke. Morgens habe ich eben tatsächlich auch nicht dran gedacht, mal zu gucken. Aber so konnte ich euch mal einen schönen Rückruf zeigen. Ei, prima, Joy. Ich lasse sie jetzt laufen, weil ich weiß, dass der Hase weg ist. Aber sie dürfen gerne nachschnüffeln. Das ist für mich okay, solange sie nicht irgendwo hinlatschern. Also hinterher oder so. So, gehen wir mal weiter. Gut. Prima. Na komm. Na komm, ja. Himmele. Ist okay, lauf. Prima. Prima, Liv. Gut. Prima, Joy. Okay, love.